sehen Sie selbst. Rutschen auf Ihre Lieblingsbluse mit dem Dachbügler wieder richtig duftig und fallen locker. Auch ein Liter Versand richtet sich wieder auf. Vergleichen Sie selbst die beiden Stellen. Mit diesem einzigartigen Dachbügeleisen können Sie nichts mehr verbrennen. Karas Schule fängt heute an. Wo ist die überhaupt? Die haben heute Kostümtag, sollen alle verkleidet in die Schule kommen und die bastelt da seit 4 Stunden irgendwo rum. Und sie geht als laufender Haufen, oder? Weiß ich nicht, sie will uns überraschen. Dieses kompakte Elektrogerät könnte bald der beste Freund der Familie werden. In diesen Teflon beschichteten Pfannen werden die tollen Hitler geformt und getoastet. Die deutsche Rasse muss rein sein. Arisch und weiß. Ich will auch. Die deutsche Rasse muss rein sein. Arisch und weiß. Sieg heil. Sieg heil. Ich geh als Hitler. Zum Kostümtag in die Schule. Kai, das ist nicht witzig. Das ist super witzig. Lara, das geht nicht. Wieso nicht? Weil deine Lehrer, die mögen den Hitler nicht so sehr wie der Kai. Wieso nicht? Er ist doch lieb. Ja, der ist sehr lieb, ja. Geh doch als Marienkäfer. Dafür habe ich keine Verkleidung. Das sieht doch super aus. Du bist die schönste Kakerlake, die ich jemals gesehen habe. Ist doch eine Kakerlake, oder? Marienkäfer. Das ist Marienkäfer. Also. Das ist ja für Laras Kostüm. Fick dich, Mann. Thomas, Mann! Keine Lust. Was ist denn mit dir passiert? Das war Torben. Er hat gesagt, es gibt keine schwarzen Marienkäfer. Und dann hat er mich geschubst, voll in die Pfütze. Torben, ja? Wie heißt denn er weiter? Das Problem bei den coolen Klamotten ist ja, sie sind meistens verboten. Und das Problem bei den uncoolen Klamotten, sie sehen einfach scheiße aus. Es sei denn, man ist schlau. So wie ich. Fertig. Also abonnieren, Daumen hoch, Mittelfinger. Hier oder hier klicken und rein.